Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash, Part Nummer 43. Ja, im letzten Part sind wir ja den Snippets im Snippet-Versteck entkommen und haben dann auch die Gleise wieder repariert vom Schiff. Vom Zug. Und dann dachte man, ja gut, der Zug ist repariert. Und ja, wir können weiter und dann hat einfach mal ein Wump den einfach kaputt gemacht. Ja. Warum bin ich hier drin nochmal? Ja, seht ihr hier. Vollkommen übersehen hier. Das wollte ich natürlich auch noch einfärben. Ich hoffe, das ist auch jetzt die 100% dafür. Und ich würde gerne heute, zumindest am Anfang von der Folge, mal ein paar Level durchgehen und mal ein paar Sachen noch machen, die ich halt noch weiß. Mir fehlt immer noch Prozente hier. Ja, ich bin bei 98% hier. Ich habe mir zwar sagen lassen, dass es wohl noch irgendwie eine Muschel geben soll, die ich übersehen habe. Aber vielleicht suche ich die jetzt einfach mal, ja. Und zwar, wie hieß er nochmal? Legend of Minecraft heißt er, glaube ich, der mir den Tipp gegeben hat. Und ich habe ihm ja geschrieben gehabt, dass ich nur diesen Pflock da hatte. Aber vielleicht war ja dann doch was dran an der Muschel. Er hat mir aber auch nicht gesagt, er hat nur gesagt, dass es in der Reverse-Welt ist, aber nicht an welcher Stelle. Deswegen ist es natürlich jetzt doppelt interessant, dass man die vielleicht findet. Eine Muschel. Ich meine, eine Muschel liegt ja dann wohl eher am Boden, gell? Denke ich mal. Ist natürlich nur die Frage, ob die halt auch wirklich zum Einfärben war oder ob die einfach nur zum... Ja, oder ob die einfach nur... Wie viel Platz habe ich eigentlich im Inventar? Nur um zu gucken, ob ich halt mir... Ich kann mir überhaupt nicht erlauben, irgendwas einzusammeln, weil ich beim Maximum bin. Aber vielleicht sehen wir hier die Muschel irgendwo. Oh, du hörst auf. Und generell müsste ich auch mal öfters mal scannen, dass man vielleicht irgendwas sehen könnte, sage ich mal. Ich laufe jetzt hier einfach mal im Schädel rum. Und zwar hat er auch irgendwas von Schädel geschrieben gehabt, aber... natürlich über die Sache, ob das halt auch wirklich... Ah, okay, das war ein Sprung drauf, okay, keine Ahnung. Na. Ob das im Schädel oder um dem Schädel herum war, gell? Kommt natürlich drauf an. Aber gucken wir mal ein bisschen genauer. Geh weg, Drybones. Zumindest weiß ich den Weg ja hier. Wäre natürlich auch lustig, wenn hier anstatt eher die Fallen wären, dann irgendwo eine versteckte Stellung man einfärben kann. Aber wenn hier eine Muschel auf dem Boden gelegen hat, dann müsste man die doch eigentlich beim Durchlaufen sehen, oder nicht? Bin ich gerade zum Überlegen. Gucken wir nochmal genauer durch. Gehen wir nochmal hier da rein. Ich weiß auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen, die ich mir gerne angucken möchte. In anderen Leveln. Aber gut, die kann man ja wieder mitnehmen, gell? Ja, wenn ich schon mal hier bin. Wenn sie schon gerade so rumliegen, dann brauche ich sie mir nicht kaufen. Sag ich mal. Aber ich muss jetzt, glaube ich, irgendeine Karte wegwerfen, weil ich ja eh beim Maximum bin. So, das ist eine Pfefferkarte. So, du hast zu viele Karten. Ja, ich weiß. Ich habe viel zu viele Karten. Gut, dann schmeiße ich mal die hier weg. Oh, ich musste nur eine Karte wegwerfen, ist sofort weggegangen. Kann es doch sein, dass vielleicht irgendwo unter einem Fass oder sowas was ist? Hier ist zum Beispiel auch so eine Muschel, aber die ist ja schon eingefärbt, das sieht man ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass er solche Muscheln meint in dem Sinne. Aber da müsste hier irgendwo eine weiße Muschel noch rumliegen. Oder kann man den Sack da einfärben? Nee, der ist für sich. Also es muss schon wirklich weiß sein, weil sonst zählt es nicht. Düm, 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 düm. Mal ein bisschen gucken, mal ein bisschen suchen. Hier vielleicht irgendwas übersehen, kann ja auch sein. Das sind blaue Steine. Nö, hier nicht. Kann natürlich auch sein, dass ich vielleicht schon wieder komplett dran vorbeigelaufen bin. Aber irgendwas, selbst wenn es nicht die Muschel ist, irgendwas anderes muss es ja sein, weil sonst würde es ja nicht fehlen. Problem halt gerade bei Reverse-Welt und normaler Welt ist ja, dass man halt, dass man zwei Welten, also doppelt absuchen muss. Und dann ist natürlich so die Sache, wo ist es dann wirklich versteckt? Irgendwo hinten dran oder vielleicht doch an der Wand irgendein kleiner Stein, den man vielleicht übersehen hat. Haust ab. Weil man guckt halt immer überall hin, nur nicht da, wo was ist. Das hat man ja auch bei dem Vlog am Anfang beim Schiff gesehen. Eigentlich total offensichtlich und ich bin mehrmals dran vorbeigelaufen. Die Blöcke da oben, die kann man ja auch nicht einfärben. Das habe ich auch schon versucht. Die wurden ja nach unten geschlagen. Aber wirklich eingefärbten lassen sie sich nicht. Ne, sieht man auch an der verschiedenen Farbe. Und ansonsten so drumherum gibt es eigentlich gar nicht so viel, oder? Also mal bis auf den Buhu hier. Hau mal ab, du.
Und hier unten war mir... Ah, da ist ein Stern. Oder vielleicht ist das die Muschel, die er gemeint hat. Kann natürlich auch sein, ja. So ein kleiner Seestern. Habe ich irgendwo einen Multisprung? Wobei es reicht, glaube ich, auch ein normaler Sprung, wenn ich überhaupt irgendwas habe. Na gut, nehmen wir halt einen großen Sprung, der sollte passen. Na gut, dann haben wir das zumindest gefunden, dann haben wir auch das Gebiet hier abgeschlossen. Dann sage ich auf jeden Fall mal danke dafür, für den Tipp. Weil es kann wirklich sein, dass genau die, ja, dass die eine Muschel, Seestern, was auch immer, dass die gemeint wurde hier. So, jetzt aber nochmal ganz kurz gucken, dass es auch wirklich 100% sind. Na? Nein, immer noch nicht. Ich bin bei 99%, Leute, was soll denn das? Da denkt man mal, ist fertig und hat dann nur noch einzelne 1%er Dinger oder was hier. Aber hier unten ist auch nichts mehr, gell? Ist ja nur dieser blöde Drybones, der mich nervt. Ansonsten ist vielleicht in der normalen Welt noch was. Kann natürlich auch sein. Na, lass mich mal hier vorbei. Oh! Ich versuche mal direkt abzuhauen. Ich hoffe, das geht. Na komm. Fluchtkarte, geh. Fluchtkarte, sage ich schon. Hat er gerade gewunken? Warum? Nee, warum geht es nicht, ne? Oh Gott. Hör dir auf. Ach komm. Wenn wir schon mal. Ich gerade überlegen. Machen wir das hier und machen so, damit wir halt ein paar Karten nochmal wieder loswerden. Vielleicht macht das ja auch Sinn, dass ich halt einfach mal ein bisschen kämpfe, dass ich die Karten verliere. So, einmal. Bei solchen Sachen möchte ich mir wirklich mal Huchhammer und sowas holen. Also ich denke immer nur an die Standardkarten, aber solche Multisprung-Attacken und sowas, die sind immer... Ja, die vergisst man immer so leicht, ja. So, weg mit euch. Ich gehe jetzt nochmal kurz in die normale Welt. Wobei ich natürlich auch sagen könnte, ich könnte einfach mal kurz raus wieder rein, gell. Ich gehe, glaube ich... Wobei, da oben ist ja schon die... da ist sie ja schon... Oder wartet mal, ich gehe mal ganz kurz zum Schiff. Vielleicht habe ich ja da was übersehen. Könnte ja auch sein, dass vielleicht irgendwo hier ein Pflock noch ist, der fehlt. Ach stimmt, die Normani kann ich ja besiegen, gell? So, okay. Oh, Buhu-Karte, okay. Hatten wir schon. Aber hier ist dann aber auch nichts. Auch nichts im Hintergrund, wo man irgendwie vielleicht irgendwie drankommen muss. Wir haben ja schon mitgekriegt, dass es auch teilweise unsichtbare Blöcke und Felder gibt, die wir aktivieren müssen. Aber das scheint dann hier nicht der Fall zu sein. Ihr könnt mir auf jeden Fall weiterhin schreiben, solltet ihr irgendwo was sehen, was ich übersehen habe in Gebieten, die ich schon war. Damit ich das nicht ewig suchen muss. Aber ich würde es halt schon ganz gerne mitnehmen. So, dann gehen wir hier nochmal kurz gucken. Gehe ich am besten gleich mal rein hier. Vielleicht ist ja da drin direkt was, was ich übersehen habe. Also, die sind ja immer noch da. Okay. Hier vielleicht... Die sind nicht im Einfärben. Das sieht man halt auch meistens, wenn dann so eine leichte Linie dazwischen ist. Also wenn man halt drauf, wenn man es halt eingefärbt hat. So, du hörst auf. Oh, die Karte nehme ich einfach mit, einfach nur, weil es kann. Einfach mal gucken. Ich meine, im Wasser kann ja nichts sein, das wissen wir ja alle. Hier sieht man auch das nochmal mit den Stacheln schön. Wäre natürlich lustig, wenn man die Stacheln einfärben müsste, gell? Aber nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das wäre ein bisschen zu weit hergeholt. Und hier gibt es ja eigentlich nichts, außer dass man hier die Teile nach oben und unten geschlagen hat. Wobei ich mich ja immer noch frage, warum hier das zwischendrin kaputt ist, gell? Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt irgendwo zwischendrin irgendwas versteckt ist, im Sinne von... Vielleicht ist hier? Nee. Dass dann vielleicht irgendwie was zum Ausschneiden ist und hinter dem Ausschneiden dann irgendwas zum Einfärben ist. Kann natürlich alles sein, aber muss nicht unbedingt. So, dann gehen wir hier nochmal kurz rein. Wieder fast 10 Minuten und ich bin hier nur am, ja, an Einfärbsachen suchen. Okay, das ist schon die Farbe. Hier an der Muschel ist ja auch nichts, gell? Auch wenn sie wackelt. Nee. Ja, ich sehe das auf jeden Fall schon. Was halt immer so eine für eine, also was es für eine Sache ist, wenn man halt, wirklich auf 100% spielen möchte. Aber dann am Ende dann wirklich mehr mit Suchen verbringt als alles andere. Ich meine, ich suche ja gerne in dem Spiel. So ist es ja nicht, aber
Wenn man dann 10 Minuten für einen Farbklecks verbraucht, das ist dann schon so eine Sache. Das ist ja schon fast eine halbe Folge, ja. So, hier oben kommen wir nicht hin. Die Blooper sind da. Aber da hinten sehe ich was. Ja, wollte gerade sagen. Das sah sehr auffällig aus. Ich hoffe, da muss keine Karte rein. Aber ich denke mal, wenn es schief ist, ist da eher eine Karte drin, sage ich mal. Das ist natürlich nur die Frage, wie kommen wir da hin, wenn die da hinten ist. Ah, die ist nach vorne gesprungen. Okay, das ist einfach nur eine große Multisprungkarte. Okay, aber immerhin haben wir sie gefunden, weil das gehört ja auch zur 100% dazu, dass wir alle Sachen ausgeschnitten haben einmal. So. Immerhin haben wir das gefunden. Wäre natürlich auch schön, wenn man so eine Anzeige hätte, in dem Gebiet gibt es nichts mehr zum Ausschneiden. Ansonsten hätten wir halt jetzt halt noch diesen, ja, diesen Eimer hier und das, weil das ist eigentlich für mich persönlich eines der auffälligsten Sachen hier in dem, ja, in dem Level, aber das scheint halt echt nichts zu sein. Na gut, dann gehen wir lieber mal in andere Gebiete, wenn wir hier schon nichts finden. Vielleicht ist ja noch irgendwas im Schiff drin, aber das kann ich mir eigentlich auch fast noch nicht vorstellen. Da haben wir vielleicht hier irgendwie nochmal gegen irgendwas schießen müssen. Was sagt eigentlich er hier? Möchtest du sie? Nein. Wobei wäre ja lustig, wenn und dann. Und dann ist auf einmal da irgendwo ein einsamer Fleck zum Einfärben, gell? So, hier gibt's Leben. Kann ich schön mitnehmen. Hier ist ein. Okay, das ist nur ein Eimer. Einfach mal gucken, ihr wisst ja, wie es ist. So, den Kompass könnten wir eigentlich auch wieder mitnehmen. Das ist so eine sichere, sagen wir mal, Flucht, sage ich mal. Wobei es natürlich immer so die Sache ist, vor was Großem sollte man denn fliehen? Weil bei Kleinen, da möchte man eigentlich schon so eine Karte gar nicht verschwenden irgendwie, gell? Ah, ich bin schon wieder voll. Ja, mein Leid. Ich will halt nur... Na gut, mach ich mal sowas weg hier. Ich sollte einfach öfters kämpfen, nicht mehr abhauen. Ich muss ja übrigens auch sagen, dass die Map hier hinten, ja gut, habe ich es eingefärbt, die sieht irgendwie aus wie ein Hammer oder ein Pilz. Keine Ahnung. Na gut, dann gehen wir hier wieder raus. Wollen ja noch andere Level kurz erforschen. Wir wollen ja auch irgendwas Neues sehen heute. Ich möchte schon ganz gerne zum Zug, aber ich hätte eigentlich schon gedacht, dass ich das Level heute abschließen könnte. Und dann fehlt jetzt noch dieser 1%. Also garantiert, also jetzt ist auf jeden Fall 100%, dass nur noch eine Sache fehlt. Aber man sieht auch ja, schön, wenn man hier so durchläuft, wie viele Sachen schon eingefärbt sind. Und zwar möchte ich hier nochmal einmal rein. Und zwar möchte ich hier nochmal ganz kurz an der Stelle gucken, wo diese drei Puzzleteile an der Wand sind, die man noch einfärben muss. Ob da irgendwo ein unsichtbarer Block oder irgendwas ist, wo man da finden kann. Oder vielleicht sehe ich es ja hier, wenn ich hier so durchlaufe, vielleicht zufällig, was ich vergessen habe. Also generell, man muss auch sowas suchen können. Zum Glück ist das Ganze dann eher optional. Ich weiß noch, bei Sticker Star gab es eine Stelle, da musste man einen unsichtbaren Block suchen. Und am Ende, ja, habe ich dann nach ewig gesucht, weil ich nicht gewusst habe, dass es ein unsichtbarer Block war. So, ich hüpfe hier mal so ein bisschen rum, weil ich würde schon ganz gerne gucken, dass man vielleicht hier irgendwo vielleicht Blöcke hat oder sowas. Oder vielleicht irgendein unsichtbares Feld, was man einfärben muss. Von hier aus komme ich hier nicht durch, gell? Das ist, ich muss halt schon außen rum laufen, okay. Gut, dann gehen wir einfach mal außen rum. Dass ich da oben mal lang laufe. Vielleicht ist sie ja auch da, wo diese, wo der Zaun weg ist. Dass dann da vielleicht irgendwas ist. Irgendwo muss hier was sein. Wir haben es ja schon bei von den anderen Stellen festgestellt, dass da... Oh! Okay. Ist es der andere, der uns fehlt? ja gut, ich nehme ihn einfach mal mit, oder? Oder? Ne, komm. Ich muss ja dann eh nochmal rein danach, deswegen laufe ich dann hier wieder runter, aber... okay, keine Ahnung. Dass man den so leicht übersehen konnte. Der war ja die ganze Zeit nicht da, weil hier, weil ja die Blume zu war. Aber, okay. So, da haben wir hier ein paar Münzen. Die sagen ja auch nur, dass hier der Bach runtergeht. Ist hier irgendwas Verstecktes? Nee. Wie kommt man an diese Stelle hier? Das ist die Frage. Das ist echt die Frage. Ich meine, man könnte vielleicht auch überlegen, dass man irgendwie von oben entlang geht. Aber man kann ja von da aus... Ja, von da hinten aus kann man ja nicht auf den... ja, auf den Schirm hier springen. Gibt's hier echt nichts? Irgendein unsichtbarer Block, irgendwas anderes. Irgendwas in der Nähe muss ja sein. Oder irgendeine Stelle, wo man einfärben muss.
weil irgendwie so ein unsichtbarer Weg da ist. Ich meine, ja. Ein bisschen ärgerlich ist es schon, bin ich ganz ehrlich. Also ich meine, es kann ja wohl nicht sein, dass wir hier wegen sowas hier die Prozent nicht vollkriegen. Oder es kann auch sein, dass ich einfach nur was extrem übersehe. Kann natürlich auch sein. Na gut, dann holen wir uns den einen Stern. Den haben wir dann zumindest gefunden als Abkürzung, denke ich mal. Oder vielleicht, wobei, nee, der kann ja gar kein neues Gebiet öffnen. In der Nähe war ja nichts mehr, was eingefärbt werden muss von dem Stern, sage ich mal. Aber dann haben wir ihn zumindest auch. Ist ja trotzdem ein bisschen komisch. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, aber immerhin, man muss dazu sagen, immerhin lohnt es sich trotzdem ein bisschen in die Level zu gehen, weil es ist ja nicht so, es hätte mir gar nichts erreicht. Ich meine, den Stern hier zu finden, der war zwar nicht schwer versteckt, aber man muss natürlich auch wissen, wo er liegt. So, und jetzt haben wir hier auch hier eine Abkürzung. Okay, also muss ich immer komplett außen rum. Ich kann das mal ganz kurz auf der Map zeigen. Na komm, Mario, alles klar. Also wenn man sich hier so die Map anguckt, ich musste jedes Mal, wenn ich halt hier lang laufen wollte, muss ich halt immer da unten außen rumlaufen und jetzt kann ich halt hier oben entlang. Ist aber trotzdem ärgerlich wegen der einen Stelle hier. Ja, toll. Ansonsten, was hatte ich noch an Überlegungen? Wartet mal. Wollte ich hier nochmal kurz was gucken? Wobei, fällt mir gerade nicht ein, ja. Ah, na gut, okay, dann lassen wir es einfach. Dann gehen wir zum Toad Depot. War doch da, oder? Ja doch, muss er sein. Sieht er auch im Hintergrund. Damit wir ein bisschen noch was sehen hier in der Folge. Aber... War die Musik schon immer hier so? Übrigens sieht es da oben aus, als ob man da auch noch was machen könnte, oder? Diese Steine da oben. Da ist auf jeden Fall irgendwas Weißes zwischendrin. Oder ist es nur, sieht es nur so aus? Ich habe einen Zug gesehen. Also eigentlich wird er gerade repariert, aber es ist immer noch ein Zug. Ja. Stimmt, hier muss ja auch irgendwo noch irgendwo irgendwas sein, ja. Das ist ja auch das, gell? Aber es ist ja... Oh, okay. Okay, alles klar. Immerhin, das haben wir sofort gefunden. Das würde ich schon ganz gerne mitnehmen, weil es ein Fünfersprung ist. Oder eher gesagt, ein Multisprung in dem Sinne. Ich muss mehr Karten wegschmeißen, das ist ja furchtbar hier. Ich schmeiß noch ein paar uneingefärbte weg. So, weg mit euch. Ich meine, ich habe genug eingefärbte, da brauche ich keine uneingefärbten Karten rumzuheben mit mir. So, die können noch weg und die können noch weg. Bla 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 bla. Dann habe ich noch meinen Ganoven-Guy, Gelber Sniffit und Co. Alles klar. So. Okay. Mitnehmen. Und dann, ja, gehen wir endlich mal da rein und gucken uns an, was die Toads so machen. Weil irgendwas muss ja da drin passieren. Es gibt ja zwar keinen Farbstern mehr, aber vielleicht ist es auch ganz schnell repariert. Und dann geht es direkt weiter zum Restaurant, denke ich mal. Na? Oh. Ich sehe schon. Habe ich ja gerade Ninstar gesehen? Die Fussis. Ich bin froh, dich zu sehen, Mario. Du wirst niemals raten... Du wirst niemals raten, was passiert ist. Wir haben einen Auftrag erhalten, einen Auftrag. Eine Lokomotive muss repariert werden. Ich könnte mir kein besseres letztes Projekt vorstellen. Aber jetzt lassen diese Tunichgute hier Dampf ab und so viel Dampf braucht nicht mal eine Dampflok. Höchste Eisenbahn, Mario, hilf mir, diese Trittbrettfahrer loszuwerden. Mario, dieser Toad hat uns einfach so einen Farbstern gegeben. Das Mindeste, was wir tun können, ist ihm mit seinem Dampfproblem zu helfen. Hätten wir ja sowieso gemacht. Alle Teile wurden bereits repariert oder neu angefertigt. Jetzt musst du dich nur darum kümmern, dass alles wieder dorthin kommt, wo es hingehört. Das ist wirklich schwierig, wenn man gleichzeitig in Kämpfe verwickelt wird, aber schließlich bist du Mario. Wenn du wissen willst, wie es vorangeht, kannst du gerne jederzeit herkommen und mich fragen. Okay, was bist du hier? Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Auf ihrer letzten Fahrt lässt... Also, das ist der Lokführer, gell? Er lässt uns die Lokomotive im Stich. Und wenn man sieht, was hier im Depot gerade los ist, dem einzigen Ort, an dem man sie reparieren könnte, dieser Zug ist einfach von Pech verfolgt. Ich frage mich, ob er jemals wieder fahren wird. Keine Sorge, keine Sorge. Na du? Was rennst du hier rum? Du gemeiner Kleiner. Da hinten haben sie auch wieder entfärbt. Eine Maus. Kommst du her? Wobei ich natürlich frage, ob die jetzt irgendwie überhaupt irgendwas machen oder ob die einfach nur so rumstehen, gell? Hier hat jemand die Farbe abgesaugt, doch mein Gefühl sagt mir, dass an dieser Wand etwas wirklich Wichtiges gestanden hat. Dann machen wir es wieder ganz.
Wer hätte das gedacht? Ein Diagramm des Zuges, super! Dieses Diagramm kannst du mit dem richtigen Zug abgleichen. Ach, muss ich reparieren oder was? Nicht nur einfach nur die Teile suchen oder wie? Okay, da hoch komme ich jetzt nicht unbedingt, da muss ich außen rumlaufen. Aber gut, dass der Zug jetzt da steht, dann können wir nämlich hier auf den, auf den Kisten noch was einfärben. Düm, 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 düm. Was ist los hier? Ihr bösen Fussis? Na? Bewegen sich ein bisschen komisch. Na? Ich erwische ihn nicht. Aber er erwischt mich. Das gibt's doch nicht. Ja gut, ist ein bisschen schwierig, die, den Winkel da zu sehen, aber gut. Fussi. Na, dann kommt mal her, ihr kleinen Fiesen. Ich glaube, ich werde einfach mal einen Hammer nehmen, wie so oft. So. Fussi, Fussi. Und auf den Kopf. Alles klar. Ist auf jeden Fall gut, dass der Rechte trotzdem getroffen wird, auch wenn er rumspringt dabei. So, und eine Fussi-Karte. Ist eigentlich auch noch was zum Einfärben, frage ich mich gerade. Weil von der Farbe her sieht es ein bisschen komisch aus. Hörst du auf? Aber ich glaube, wenn ich da bunte Farbe habe, dann wohl eher nicht, gell? Also ein paar sehen silberisch aus und ein paar sehen grau aus, aber irgendwie... Toad, was machst du da? Ich streng mich so an, diesen Wasserkessel zu bewegen, aber es tut sich einfach nichts. Könntest du einmal hineinsehen, Mario? Nein. Ich will nicht. Okay, ich denke mal, dass die Platten generell verschiedene Farben haben, wenn man sich hier gerade die anguckt, gell? Oh, da sind ein bisschen viele Mäuse drin. Was geht da drin bloß vor sich? Ja, das war so ein kleines Mäuseproblem. Oh Gott. Ein Zehner knatterisch. Kratterisch, so rum. Okay. Haben wir irgendwo irgendwas? Ich glaube, ich hatte irgendwo noch einen... Ja, genau. Einen, ein Hüpfpushen. Und perfekt. Sehr schön. So, das ging schnell. Ich denke mal sowieso, dass es hier nur so eine kleine Sache ist, dass man hier jetzt mal schnell den Zug repariert und dann geht's weiter. Da waren Kratterische drin. Igittigit. Nein, keine Sorge, mir geht's gut. Danke, dass du dich um die Krat... Igittigittigittigit. Wenn ich an die nur denke, wird mir schon übel. Reden wir nicht mehr davon. Willst du mir stattdessen den Wasserkessel zum Zug... helfen, den Wasserkessel zum Zug zu bringen? War das so? Okay. Dum, 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 dum. Ja gut, dem Tod da oben geht's gut, wenn ich in die andere Richtung gehe. Okay. Achtung, es wird ein bisschen schneller jetzt. Oh, also da waren noch Fussis. Ja gut, da waren wirklich Fussis. Klatsch. Yay, Dampf. Wasserkessel angebracht. Es müssen immer noch 5 Dinge erledigt werden. Los, los, sonst ist der Zug abgefahren. Ja, da steht noch. Abgefahren, ja. Hier drin ist es stockdunkel. Es muss doch irgendwo einen Ausweg geben. Wie, ist da jetzt ein Tod eingequetscht, oder was? Achso, das war Fabian. Ich bin hier mit Mario drin, gell? Ey, mal auf, du. Einfach mal den. Oh, ein... Ja, ein Ninstar, oder? Die heißen doch Ninstar. Ich krieg's jetzt hier bestimmt... Gott, wie viele sind denn das? Ich krieg's jetzt hier garantiert gesagt. Und, wie heißen sie? Ninji, okay, alles klar, gut. Dann weiß ich das jetzt endlich. Ich kenn die halt nur von Super Mario... Nur ein Ninji ist ein Ninja, okay. Ich kenne die halt nur von Super Mario Bros. 2 und ich habe die immer als Ninstar angesehen, weil die halt aussehen wie so ein schwarzer Stern. Ich bin die Finsternis. Ja, du wirst halt gleich was ganz anderes sein hier. Multisprung... Wobei, wisst ihr was? Wie gesagt, muss ja Karten loswerden. Dann nennst du mir immer mal mehr als eine Karte ein, sage ich mal. Außerdem habe ich irgendwie leichte Befürchtung, dass wenn das Ninstars sind, oder Ninjis eher gesagt. Oh, das war viel zu früh gedrückt. Dass sie vielleicht auch ausweichen können, wie der, wie der Ninja, Ninja Shy Guy. So, nehmen wir mal das hier. Und wenn das nicht reicht, dann nochmal das hier. Wie gesagt, ich muss sowieso Karten loswerden. Ich habe viel zu viel. Ich sollte vielleicht auch mal wieder ein paar Dingse-Karten nutzen. Vielleicht mal den Salz- und Pfefferstreuer irgendwie. Dass man die auch mal gesehen hat. So, alles klar. Dann passt es doch soweit.
Vielleicht soll ich es auch einfach mal angreifen lassen, damit man mal sieht, was wir drauf haben, gell? Es haben also ein paar Schwarzfahrer dahinter geklebt, ja? Ich frage mich, wie die da hingekommen sind. Tja, sind halt Ninjas. So, und wie komme ich jetzt da? Oh. Was ist eigentlich mit euch hier? Gute Arbeit, Mario. Achso, das sind die jetzt erledigt sind, oder was? In dem Sinne? Okay, da muss ich jetzt irgendwie gucken, dass ich jetzt noch die anderen Sachen auch eingefärbt kriege, wenn ich da oben drauf springe. Was ist eigentlich hier? Ist hier irgendwas? Ich meine, ich sehe hier zwar die, die Kisten, damit ich hier hochkomme, aber wenn ich die wegmache, komme ich nicht mehr hoch. Da oben ist noch ein Ninja. So, okay, alles klar. Oh, da ist was zum Ziehen, okay. Achso, da waren noch ein paar Pussys drin. Ja, einfach mal so ein kleiner Schornsteinfeger in dem Sinne. Oh, das ist ein Fussi-Stapel, aber es wird nicht gesagt, wie viele es sind, gell? Kommt einfach nur mal aus Just for Fun, den Fussi hat nicht. Wir sind 8 schwarz wie die Nacht. Okay, gut, danke, dass du mir sagst, wie viel ihr seid. So, da haben wir noch was. Ich habe einfach mal aus Just for Fun hier jetzt mal eine besondere Karte ausgesucht. Ein Fussi gegen die Fussi. Was machst du? Yay! Oh. Ah, okay. Die haben sich geteilt, weil ich sie angegriffen habe, oder was? Okay. Also aus dem 8er Stapel wurde... Jetzt hauen sie ihren eigenen Freund. Aus dem 8er Stapel wurde ein 4er Stapel. Und wenn ich den jetzt nochmal schlagen würde, würde ein 2er Stapel rauskommen, gell? Ja, dann... Dann müssen wir einfach 2 Hämmer einsetzen, oder? Was meint ihr? So. Oh, das... Ja, das war nicht so schlau. Ja, ich hab's gerade... Von der Rechnung her habe ich es gerade gemerkt. Erst auf. Die machen ja eh einen Schaden. Ist ja egal, ob ich block oder nicht irgendwie. Habe ich irgendwo noch einen Multisprung oder irgendwie sowas? Ach komm. Wenn schon, denn schon. Dann kriegen wir es übrigens alle. So, einmal weg. Also es sind sozusagen viele kleine Kämpfe. Es kann vielleicht auch wieder sein, dass es wie beim Schiff, dass am Ende dann so ist, dass vielleicht wieder so ein Spezialgegner kommt. Von den Ninjis will ich auch gerne eine Karte haben, bin ich ganz ehrlich. So, aber ich denke mal, dass ich in der Folge auf jeden Fall noch das Ganze mit dem Zug hier fertig machen werde. Okay, das ist das zweite Teil, was fertig ist. Schornstein ausgefahren. Bleiben noch 4 Schritte, die abgehalten werden müssen. Okay, ja. Oh, ja, schon richtig hier. Gut, die Karte nehmen wir mit. Das ist natürlich die Frage, wie kommt man eigentlich da oben hin? Kann ich das Ding jetzt hier eigentlich schieben oder doch nicht schieben? Ah, okay, geht sogar. Aber kriegen wir die Kisten da weg? Ich meine... Oh, okay. Großer Wurfhammer, alles klar. Aber gut, wenn wir diese Kisten nicht wegkriegen, dann bringt uns das Teil ja auch nicht viel, gell? Oh, es geht vermutlich vom Boden her eh nicht weiter, gell? Nee, das würde auch keinen Sinn machen, das weiterzuschieben. Aber wie komme ich halt auf diese Kiste her? Das frage ich mich gerade. Dass vielleicht der Zug noch ein bisschen weiter nach vorne fährt oder so? Keine Ahnung. Warte mal, ich quatsch einfach mal mit dem Typ, der hat ja gesagt, wenn ich irgendwie... Bleiben nur 4 Schritte, die abgearbeitet werden müssen. Mach mal Dampf. Ja. Okay. Dum-dum-dum-dum. Ist eigentlich das da oben eingefärbt? Warte mal, das sieht so hell aus. Das Mittelstück hier? Na, okay. Aber gut, das... Seht ihr, man muss so extrem auf Details achten, das ist abartig. Aber gut, es gefällt mir eigentlich gleichzeitig. Mach mal hier das Gitter runter oder so, oder hier den... Kann ich hier irgendwas machen? Ich meine, irgendwas muss ich ja machen hier. Wie komme ich hier hoch? Übersehe ich irgendwas wieder stark oder... Wartet mal, habe ich irgendwas vielleicht... Dreht sich hier die Kamera irgendwie so, dass ich irgendwie mich durch Ausschneiden hier nach oben bewegen kann? Könnte ja sein. Sieht eigentlich nicht danach aus.
Aber normalerweise ist es ja so, wenn man hier was zum Ausschneiden hätte, dann hätte man auch die Linien, selbst wenn die Linien nicht übereinstimmen. Aber irgendwie gerade nicht so wirklich. Oder was? Warte mal. Was sagt der Toad hier? Ja gut, die sagen alle gute Arbeit. Na gut, okay, alles klar. Ja, wie gesagt, die Kisten, die kriege ich nicht kaputt. Was ist eigentlich mit dir hier? Jetzt haben also ein... Ja, okay, doch, gut, alles klar. Den damit auch schon gequatscht. Ich bin hier gerade so ein bisschen am Suchen, was ich machen soll, deswegen. Ich meine, hier, das haben wir so angebracht. So, dieser Typ da oben, der will nicht runterkommen, gell? Hier kommen wir auch nicht drüber. In den Schornstein kann ich nicht rein. Warte mal, dann mache ich die Kisten halt doch mal kaputt, ob hier vielleicht irgendwas sein könnte, eventuell. Nee. Hä? Kann ich vielleicht den Zug verschieben? Warte mal, ich guck mal, ob ich vielleicht den Zug selbst verschieben kann. Dass ich ihn irgendwie vielleicht irgendwie nach links kriege oder so. Da ist auf jeden Fall ein Haken dran, aber ich glaube, das ist eher für die Waggons. Oder fehlt irgendwie ein Waggon? Ich habe gerade gar keine Ahnung. Weil hier sieht man ja auch, er hat ja gemeint, jetzt hier Kram kannst du mit dem richtigen Zug abgleichen. Ja, ja. Dass hier noch irgendwie so ein, okay, so. Okay, verstehe. Ja, Achso, nee. Ich wollte eigentlich jetzt gerade, ich kann nicht scannen. Ich wollte gerade scannen. Vergleichen. Also das Ding da oben muss runter, klar. Dann fehlt irgendwie noch ganz links der, Holzkohle. Holzkohle, sage ich, den Kohle, Wagen, sage ich mal. Oben links klebt noch ein Toad irgendwie am und zuckelt noch ein bisschen. Also ich muss das obere runterkriegen, damit ich dann da draufsteigen kann, damit ich rüberkomme. Aber wie kriege ich das runter? Das ist halt die Frage. Da müsste ich halt mit dem... Das hängt doch am Kran, oder? Da müsste ich doch irgendwie den Kran oben bewegen. Aber um an den Kran zu kommen, müsste ich da hochkommen. Hä? Oh, es geht doch da lang. Vielleicht ist ja genau das jetzt, was ich übersehen habe. okay, da sitzen noch die anderen. Oh nein, Shy Guy. Was machst du da? Hast du das verbogen? Erstmal wieder gerade biegen hier. Ja, na, alles klar. War offensichtlich, dass es geht. So, okay, gut, dann ist natürlich klar, dass ich hier überhaupt schon wieder alles übersehen habe, hier. Was ist los mit dir? Oh, da ist ein ein Entfaltungsblock, ein Ultra-Instinkt. In diesem Tender befindet sich die Kohle, die den Zug auch antreibt. Ich habe versucht, ihn von Hand zum Zug zu ziehen, aber er bewegt sich einfach nicht. Vielleicht sollte ich ihn lieber schieben, anstatt ziehen. Ich glaube ja nicht, dass ich ihn mit bloßen Händen bewegen kann. Ja, das sagst du was. Okay, dann brauche ich wieder für die Abkürzung. Bin nur gerade überlegen, ob ich jetzt noch den Part weitermachen soll, oder... Weil ich ging eher davon aus, dass es ein bisschen schneller geht, aber jetzt habe ich so lange gesucht hier. Dass das Ganze natürlich auch im nächsten Part noch weitergehen kann hier. So, machen wir das hier mal kurz richtig hier. Alles klar. Ne, kommt gut. Das machen wir dann am besten im nächsten Part, weil sonst wird der Part hier wieder zu lange. Wir wissen es ja. Dann, ja. Dann hoffe ich, euch hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Paper Mario Color Splash sehen wollt oder von anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.